Roland Kaiser, so reich ist der Schlagerstar, er könnte sich längst zur Ruhe setzen. Roland Kaiser ist einer der erfolgreichsten Schlagerkünstler aller Zeiten. Aber wie reich ist der Sänger, Komponist und Autor wirklich? Roland Kaiser ist ein wahres Multitalent. Roland Kaiser gehört zur absoluten Elite im deutschen Schlager. Kaum jemand hat seit den 1970ern so viele Hits gehabt wie der Münsteraner. Von Santa Maria über Ich glaub es geht schon wieder los, Giona, manchmal möchte ich schon mit dir. Midnight Lady und Schachmatt bis hin zu Warum hast du nicht Nein gesagt im Duett mit Maite Kelly und Liebe kann uns retten. Aber auch für andere Musiker wie Bernhard Brink, Peter Maffay, Milva, Jürgen Drews, Mireille Mathieu oder Nana Mouskouri komponierte der dreifache Vater viele Songs. Zudem war er eine Zeit lang auch als Autor aktiv und schrieb unter anderem die Kinderbuchreihe Die Giblinge. Roland Kaiser, das Vermögen des Schlagerstars. Bei all diesen vielen erfolgreichen Projekten und Aktivitäten stellt sich eine Frage, wie hoch ist eigentlich das Vermögen von Roland Kaiser? Laut dem Portal Vermögenmagazin.de liegt dieses bei rund 50 Millionen Euro. Eigentlich könnte Roland Kaiser sich also schon längst zur Ruhe setzen. Aber wer mit so viel Herzblut auf der Bühne steht, der lässt seine Fans nicht im Stich. Auch wenn die diesjährige Kaisermania am Dresdner Elbufer erneut auf das nächste Jahr verlegt werden musste, geht der Schlagerstar noch lange nicht in Rente. Im Gespräch mit ntv.de sagte er einmal: Nein. Solange ich gesund und fit bin und solange die Menschen in meine Konzerte kommen, denke ich nicht ans Aufhören.